Bilder der Gedenkstätte des Konzentrationslagers Dachau. Sie erzählen uns vom Lagersystem der Nationalsozialisten und erinnern an die Verbrechen der NS-Diktatur. Es beginnt mit Lagern auf dem Gebiet des Deutschen Reiches. Im Laufe des Krieges breitet sich dann über ganz Europa ein Netzwerk nationalsozialistischer Lager aus. Man unterscheidet dabei zwischen Konzentrationslagern, Außenlagern und Vernichtungslagern. Millionen von Menschen werden dort unter den Nationalsozialisten eingesperrt, ausgebeutet und ermordet. Zwischen 1933 und 1945 ändern sich die Funktionen und Aufgaben der Lager. Die Nationalsozialisten passen sie an ihre Zielsetzungen an. Eines haben alle Lager gemeinsam: Es sind Orte von Unterdrückung, Willkür und Terror.